Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe hier dieses Messer. Dieses Messer kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr all meinen Scheiß geguckt habt, inklusive mein, mittlerweile finde ich es furchtbar, Video, wo ich dieses Teil hier mit dem Opinel-Messerchen vergleiche, was beschissenerweise ewig viele Aufrufe hat, sonst würde ich es ja löschen. Ich mag dieses Video echt nicht mehr. Na, wie dem auch sei, jedenfalls, das Ding habt ihr schon mal gesehen. Inzwischen lag es die meiste Zeit im nicht besonders gut gepflegten Zustand irgendwo rum, unten im Rucksack. Also ich habe schon auch mal ein bisschen benutzt zwischendurch. In irgendeiner Ecke in meinem Ausrüstungsschrank, irgendwo im Zimmer, sonst wo rum oder am Fußboden oder. Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, ja. Tatsache ist, inzwischen schaut es so aus, also nicht so wirklich gut. Klar, die Funktion beeinträchtigt jetzt so ein bisschen Flugrost nicht wirklich und den könnte man auch entfernen, sei es mit Schleifpapier schlimmstenfalls, wenn gar nichts anderes mehr hilft, sonst mit Politurpaste oder sonst irgendwas. Es ist mir aber ehrlich gesagt ziemlich egal, weil das Teil ist ein 10-Euro-Messer eben aus dem Bauhaus, Baumarkt, das wohl beste Baumarktmesser, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt, bis jetzt, ne? Dieses Video hat nämlich einen Sinn, jemals gesehen habe. Ist okay, ist wirklich ein ordentliches Schnitzmesser, so für den allgemeinen Waldgebrauch und definitiv für einen Anfänger, der im Wald ein bisschen rumsurviveln oder bushcraften möchte, ist das auf jeden Fall ein gutes Messer, gerade eben auch wegen dem günstigen Preis. Was man mit dem Teil nicht machen kann, was man meiner Meinung nach aber A nicht braucht und B nicht sollte, ist irgendwelche riesigen Holzscheite spalten. Wozu auch, bitte? Und zweitens irgendwelche Bäume fällen oder ähnliches. Und sind wir mal ehrlich, also ich finde, mit der Einschränkung kann ich persönlich ganz gut leben. Ich hatte also noch nie das Bedürfnis, irgendwelche Bäume zu fällen mit Messer. Ich hatte schon häufiger mal das Bedürfnis, Bäume zu fällen. So ist das nicht, aber jedenfalls nicht mit dem Messer. Ja, also, jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, ich mag immer noch das Opinel lieber als zum Beispiel jetzt dieses Ding hier. Also ein beliebiges Opinel ist mir noch lieber als so ein 10-Euro Bauhaus-Mora. Das mag jetzt jeder anders sehen wollen, der das anders sieht, denn es ist mit Messern ja so, welches Messer man für sich besonders toll findet, muss man natürlich immer selber wissen. Und dann der große Krieg der Messerliebhaber zwischen den einzelnen verschiedenen Messertypen beruht halt eben darauf, wie auch viele andere Kriege auf dem Planeten, dass der Glaube eine große Rolle spielt. Man glaubt, das einzig wahre sind die Mora-Messer, das einzig wahre sind Opinel. Oder man glaubt, so Billigmesser taugen alle nix. Man braucht da schon gleich ein, was auch immer, Teil für 400 Euro. Oder unbedingt was Selbstgeschmiedetes oder wie auch immer. Also mit den Messern ist es immer so ein bisschen wie mit den Frauen, ne? Der Glaube spielt da schon eine große Rolle. Es gibt persönliche Vorlieben, was man mag, was man nicht mag. Und man kann die anderen Dinge dann wahrscheinlich nicht so wirklich nachvollziehen, die andere Leute mögen. Jawohl, ja. Und auch eine zweite Sache ist so ein bisschen wie mit den Frauen. Jeder darf sich das Messer aussuchen, das er sich auch leisten kann. Oh, jetzt gehe ich lieber weg. Gut, aber dieses Messer hier ist jetzt gar nicht Sinn und Zweck dieses Videos, sondern dieses Messer hier. Das da ist jetzt nämlich das, was mir lange in irgendwelchen Kommentaren angepriesen wurde. Man hat mir nämlich erzählt, es gibt in verschiedenen Bauhäusern deutschlandweit, nicht in allen, aber in manchen, jetzt neuerdings auch eine Kollektion an ja, besseren Mora-Messern für verschiedene Einsatzbereiche. Und zwar habe ich gefunden in meinem Bauhaus einmal dieses Ding hier, das nennt sich Robust. Scheide insgesamt vom Befestigungsmechanismus macht sie irgendwie ein bisschen einen wertigeren Eindruck, weil sie hier so einen größeren, gut aussehenden Clip hat. Und dieses Ding hier sieht im Vergleich dazu irgendwie so, naja, wir haben halt irgendeinen Clip dran gemacht. Breiter ist der auch nicht. Der sitzt aber mit diesem Haken hier hinten ganz gut auch an einen super breiten Gürtel. Da geht der Gürtel halt nicht durch, kann aber dran geklippt werden. Und was wir hier unten noch haben, ist so ein Schlitz, an dem man einen ganz, ganz schmalen Gürtel
ganz leichten Gürtel durchziehen könnte. Wobei, so einen Gürtel besitze ich nicht. Aber theoretisch ist das eine Option. Nach wie vor stellt es mich vor Rätsel, auch wenn ich lange darüber nachgedacht habe, wozu dieses Objekt hier gut sein soll. Ich habe schon gedacht, das wäre möglicherweise was zum Schärfen und habe das schon eine Sekunde lang total genial gehalten. Weil das mein erster Gedanke war. Habe mir dann genauer angeguckt und habe festgestellt, ne, das Ding hat überhaupt keinen Metall irgendwie was drin. Irgendwas, was in irgendeiner Form irgendeine Funktion hätte haben könnte, wenn man das Messer da irgendwie durchziehen würde. Da tut sich überhaupt nichts, da passiert da nichts bei. Oh, jetzt habe ich das Messer schon gezogen, das wollte ich doch gar nicht machen. Mist. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Also allenfalls zum Festheben, zum besseren Messer rausziehen, irgendwie sowas. Auch hier hat die Scheide unten ein Loch. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen in dem Licht. Wenn nicht, müsste es mir einfach glauben. Das hatte die hier allerdings auch. Da kann man es besser sehen, weil nichts drin steckt. Also Scheide bisschen wertiger. Und jetzt zum Messer an sich. Erstmal ein paar Worte zum Griff. Hier dieses schwarze Zeug, das ist so ein Gummimaterial, das liegt hervorragend in der Hand und ist absolut rutschsicher. Also da kann man wirklich gar nicht wegrutschen, ob man jetzt einen Handschuh anhat oder nicht. Das Teil in der Mitte, das ist ein Plastik. Ein normales, festes Plastik, also nicht gummiartig und auch nicht irgendwie elastisch oder so. Hier hinten gibt es einen Knauf, den finde ich prinzipiell erstmal ganz sinnvoll, wenn man mit dem irgendwelche Nüsschen knacken will oder sonst irgendwas anderes. Mal ein bisschen auf irgendwas draufhauen, für welchen Zweck auch. Stahl ist scheinbar derselbe, weil meines Wissens hat Mora nur einen Carbonstahl im Angebot und nicht mehrere. Deshalb, das da ist Carbonstahl, das hier ist Carbonstahl. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das dieselben sind. Bis wohin jetzt der Erl in diesem Ding geht, wissen wir nicht. Ich vermute mal, der reicht relativ weit. Und wahrscheinlich weiter als bei diesem Modell. Ich wollte es aber jetzt nicht aufsägen, um nachzugucken. Das ist es mir dann doch nicht wert. Davon abgesehen, ich glaube, das ist auch nicht so elementar wichtig, weil auch mit diesem Messer will ich keinen Baum fällen oder irgendwelche riesigen Holzscheite spalten. Irgendwelche kleinen Sächelchen geht schon, Praxistest folgt. Und ja, was soll's. Wartet mal, machen wir das mal so. Da kann man es, glaube ich, ein bisschen sehen. Tatsächlich ist die hier nochmal länger. Ne? Stört mich aber gar nicht. Also die Klinge ist auf jeden Fall lang genug, um damit arbeiten zu können. Ein längeres Messer braucht man ja jetzt, außer man will super dicke Holzstämme spalten. Meiner Meinung nach nicht unbedingt. Kann man haben. Ist vielleicht nochmal für Selbstverteidigungszwecke. Da sind sie wieder in irgendeiner Form interessant. Ich weise übrigens darauf hin, dass rechtlich gesehen ein Messer aus Selbstverteidigungszwecken zu führen nicht gestattet ist. Nur so als kleiner Hinweis am Rande. Beide Messer haben ja, um Kosten zu sparen, einen unfertigen Klingenrücken, der noch sehr rau ist. Ah ja, jetzt kann man schön sehen. Das ist meiner Meinung nach doof, weil man müsste jetzt hier mit einem geeigneten Werkzeug das super, super scharfkantig schleifen, wenn man damit einen Fire Steel bedienen wollte. Und ein geeignetes Werkzeug besitze ich nämlich nicht, weil ich als Olo-Akademiker zwar jede Menge Bücher besitze, aber Werkzeug, ich zeige euch mal, was ich habe. Tada! Und ich habe es bisher noch nicht hingekriegt, ich habe es auch noch nicht so lange versucht, mit einer stinknormalen Feile hier einen scharfen Klingenrücken, scharfkantigen Klingenrücken zustande zu bringen. Vielleicht gelingt es mir noch, dann lasse ich euch wissen, wenn ihr eine großartige Idee habt, wie ich das hinbekomme mit einer normalen Feile, ohne mir gleich einen Dremel oder was auch immer Gerät zu kaufen, dann lasst es mich bitte wissen. Jo, ansonsten, Klingenform ist halt eben diese typische Mora-Messer-Variante. Leicht spitz zulaufend, also zur Spitze hin leicht verjüngend vom Klingenrücken her. Und was man dann noch zur Klinge unbedingt erwähnen müsste, ist halt eben, dass dieses Messer einen Scandi-Schliff hat, wie jedes, also fast jedes Messer aus Skandinavien, das ist ja daher Standard. Den kann man mögen, den kann man nicht mögen. Ich finde, der polarisiert ziemlich, so ein Scandi-Schliff. Im Prinzip ist der super scharf hinzukriegen. Das sagt jetzt nichts darüber aus, wie scharf das Messer ist, ob es ein Scandi oder ein Flachschliff hat. Man kann auch ein Flachschliffmesser sehr, 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 sehr scharf bekommen. Da braucht man den Scandi-Schliff nicht zu. Aber beim Schneide- bzw. Schnitzverhalten von Holz spielt das eine gewisse Rolle, weil es wie ein Keil wirkt. Und man, wenn man zum Beispiel irgendwelche Späne abschneidet, relativ kurze Späne bekommt, weil dieser Keil dafür sorgt, dass die schnell abbrechen, wenn man durch das Holz schneidet. Wenn man zum Beispiel ein Mora, ein Opinel-Messer dann halt eben im Vergleich dazu nimmt,
haben wir einen Flachschliff, heißt Klinge ist vom Klingenrücken nach vorne durchgehend schmaler werdend bis halt eben zur Schneide an sich. Und wir können einfach längere Schnitte setzen und kriegen längere Späne. Das ist meiner Meinung nach dann interessant, wenn wir uns irgendwelche Späne für ein Feuer zurechtschnibbeln wollen. Da ist man damit so einem Scandi-Schliff eher schlecht beraten. Wo der gut ist, ist beim Ablängen von Holz, weil sich das Ganze halt ein bisschen eher ins Holz reinfrisst, schneller damit Material weggeht. Für feine Schnitzereien und so weiter und so fort ist er dann meiner Meinung nach auch wieder eher nicht geeignet, weil man halt zu schnell einen Span weghobelt und ohne das zu wollen. Sind so Sachen, also für schnell mal grobe Arbeiten mit dem Holz, gröbere, ist er sicherlich besser. Definitiv. Dann wird es mit so einem Mora-Messer, mit einem Scandi-Schliff auch relativ gut eben Batoning betreiben können im Vergleich zu einem Opinel, mit dem das so gut wie gar nicht geht. Man soll es auch vielleicht klein sein lassen, weil es als Klappmesser dann doch ein bisschen zu filigran dazu ist. Aber ja, ich tue mich schwer. Ich persönlich würde jetzt so vom Gefühl her sagen, ich komme nicht so gut zurecht mit so einem Scandi-Schliff, aber jetzt schnitzen wir einfach mal ein bisschen und das Messer ist an sich wirklich super. Vorher zeige ich euch noch, wie scharf das Teil ist. Das ist nämlich wirklich im Gegensatz zu diesem Ding mit einer ordentlichen Schärfe, aber mit nichts Außergewöhnlichen, ist das Teil hier auf dem höchsten Schärfeniveau, das ich persönlich bei einem Messer jemals gesehen habe. Insbesondere bei einem, was ich frisch gekauft habe. So. Dann nehmt doch mal bitte zur Kenntnis, wie mein Arm in diesem normalen seinem Zustand aussieht. Und ich weiß, ich bin zu selten in der Sonne. Wir machen mal kurz den Test, ob man sich mit dem Teil quasi also schon rasieren kann und stellen fest. Also das ist meiner Meinung nach der ultimative Schärfetest, wenn das funktioniert. Man hört es auch schon fast, wie es eben da kratzt und da auch halt wirklich Material wegnimmt. Gott sei Dank nicht so sehr Haut, sondern überwiegend Haare. Kann es jetzt an der Klinge sehen, dass da ein paar dranhängen. Und das ist mein Arm hinterher. Also hier könnt ihr wirklich doch erkennen, das nimmt auch Haare weg. Das Teil taugt also definitiv wirklich zum Rasieren. Hier will ich es jetzt nicht ausprobieren, das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Haare nochmal erheblich dicker sind als die da. Ob das dann funktionieren würde, ist nochmal eine andere Frage. Aber wie dem auch sei, saumäßig scharfes Messer. Ich spare mir jetzt sämtliche Tests mit Papier. Das kann fast jedes Messer. Zum Rasieren reicht es kaum bei jedem. Ein gutes Arbeitsmesser, das diesen Papiertest, wo es gut durchs Papier gleitet, problemlos hinbekommt, reicht ja völlig aus für Anwendungen in der Praxis. Wenn das mit dem Haare abschaben auch noch funktioniert, ist es meiner Meinung nach hervorragend scharf und da gibt es dann überhaupt nichts mehr auszusetzen. Da bin ich sehr, sehr, sehr begeistert. Damit ist es auch mein aktuell schärfstes Messer, weil die anderen müsste ich alle mal wieder schleifen. Jo, hier haben wir jetzt mal einen Teststock, das ist Kiefer, liegt schon länger rum, ist aber noch recht frisch und nicht verwest, hat also noch die volle Festigkeit, die Kiefernholz üblicherweise hat. Und ja, also ich bin völlig überzeugt, das beißt da richtig schön rein. Aber ja, also an sowas, dass das jetzt schon gerade gegangen ist, kann man dann schon gut erkennen, dass es sich wirklich um ein saumäßig scharfes Messer handelt. Kiefer ist zwar nicht das allerhärteste Holz, aber doch durchaus solide. Das ist schon wirklich gut scharf. Da gibt es gar nichts. Und man kann auch so ein Ästchen hier halt wirklich ruckizucki durchtrennen. Machen wir das mal im unteren Bereich. Zack, zack. Ja, zwei Schnitte und wird durch. Also wirklich hervorragende Schärfe. Prima Schneideigenschaften. Zum Vergleich jetzt nochmals Opinel, allerdings das müsste halt eben demnächst nochmal geschliffen werden. Das merkt man jetzt auch gleich. Das schneidet halt nicht gleich so tief rein, ist jetzt im Moment wirklich auch nicht so scharf. Aber du kriegst halt einfach flachere Schnitte hin. Aber man muss jetzt hier in diesem Direktvergleich halt schon sagen, der erste ist zwar ein bisschen dicker, aber ihr seht, ich komme da nicht so gut rein wie mit dem Mora. Hopp. Gut, jetzt hat es da trotzdem gereicht, aber war jetzt ein bisschen mehr Arbeit, auch wenn der ein bisschen dicker ist. Versuchen wir Spaß also auf dieser Seite nochmal mit dem guten Bauhaus-Mora. Zweimal. Die sind schon tief, die Schnitte, aber man sieht es nicht so wie beim Opinel.
Ja, also man sieht, der ist auch der erheblich dicker, der Ast. Da geht es jetzt mit dem Ding auch nicht schneller. Man kann dann ja üblicherweise diesen hier machen, aber ja, da geht schon wirklich richtig Holz weg nach so ein paar Schnitten. Ist halt problemlos auch brechbar. Gut, jetzt machen wir mal so ein bisschen dieses Olibatoning da, also dieses Stöckeln zu Deutsch, wenn man so möchte. Folgendes, habe jetzt mal diesen Stock hier und die Sache ist jetzt die, hätte man jetzt in Kombination mit dem Messer noch eine Säge, könnte man sich das jetzt in schöne handliche Stückchen sägen und dann macht die Spalterei auch Sinn. Da ich aber gar keine Säge habe, normalerweise, deshalb habe ich jetzt auch für dieses Video keine dabei, muss ich das jetzt erstmal ebenfalls, hier spaßeshalber mit der Batoning-Technik, ablängen. Was erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Frisst sich gut rein. Na, das war schon fast zu schnell. Dann gibt es schon eine ganz gute Kerbe. Ich mache das nicht so häufig. Deshalb dauert es ein bisschen länger bei mir. Da werdet ihr Leute auf YouTube finden, die das besser können und häufiger machen. Ich habe selten das Bedürfnis, dickeres Holz exakt an irgendeiner bestimmten Stelle klein zu kriegen. Wenn man es einfach nur klein kriegen will, geht es ja auch mit Brechen ganz gut. Ihr seht, jetzt habe ich schon eine gute Sollbruchstelle und ich spare mir den Rest. Und dann wäre da natürlich noch das, was man eigentlich als das Batoning kennt, nämlich das Spalten. Dafür einmal Kamera ein bisschen hoch. So. Zack. Und das wird jetzt niemanden überraschen, dass das ganz einfach und auch für mich als Mensch, der da wenig Erfahrung hat, na, und versucht hier Multitasking zu betreiben, gut funktioniert. Und das, obwohl da unten noch ein Ast, kann man sehen, da unten noch ein Ast drin ist, der dann quasi das Ganze nochmal erschwert, sonst wäre es wahrscheinlich auch schon früher auseinandergeflogen. Wir haben schöne zwei halbierte Hölzer, können das natürlich auch nochmal vierteln, völlig problemlos. Zack. Und sowas brennt zugegebenerweise natürlich schon besser, als wenn man den ganzen Prügel ins Feuer geworfen hätte. Geht aber auch. Oder man heizt halt nur mit Kleinholz. Aber gut, es funktioniert wirklich sehr gut mit diesem Messer. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie breit der Klingenrücken ist. Da muss man sich also auch keine großen Sorgen machen, dass das schnell kaputt geht. Prima Ding. Kann man gut mitarbeiten. Bin echt glücklich, dass ich das Teil jetzt habe. Ja, und das Messer ist selbstverständlich 100% 42A konform. Ich weiß nicht, wie lang die Klinge ist, aber mehr als 10 cm sind das nicht. Das sind wahrscheinlich sogar noch mal weniger, wenn man mal mein 12 cm Opinel als Referenz nebendran hält. Das werden wahrscheinlich so 9 sein. 8,5, irgendwie sowas. Also definitiv total harmlos und damit erschreckt man auch niemanden. Trotzdem bleibt bei mir jetzt für mich, und das möchte ich noch schnell erwähnen, als kleiner Vorbehalt bei diesem Messer, es ist nun mal ein Gürtelmesser. Man hat es halt eben an der Hose und das sieht meiner Meinung nach für Leute, die einfach nur so vorbeilaufen, immer so ein bisschen, was ist das denn für einer? Der rennt da mit dem Messer am Gürtel rum, selbst wenn es so ein kleines ist. Meiner Meinung nach muss das nicht sein. Ich will niemanden erschrecken im Wald, so wie ich rumrenne. Deshalb versuche ich das immer so innerhalb der natürlichen Grenzen, die durch mein Gesicht entstehen, so wenig erschreckend wie möglich zu halten, mein äußeres Erscheinungsbild. Deshalb ist das für mich so ein bisschen so ein Faktor. Zweitens, als EDC-Messer, also das Ding, was ich jeden Tag mit mir herumschleppe, kommt es mir deshalb eben genau wegen diesem Grund nicht in Frage, weil ich es mir halt an den Gürtel hängen müsste und dann damit quasi im Supermarkt rumrennen oder sonst wo oder wo ich halt gerade bin, in die Kirche gehen, während man halt ein Messer, das man in die Hosentasche stecken kann, eben in Gottes Namen in die Hosentasche stecken kann, dann ist es weg. Das ist halt nochmal ein Faktor, der dieses Messer eben zu meinem. Es liegt im Rucksack rum und wenn ich im Wald bin, hole ich es raus, wenn ich damit arbeiten möchte. Messer macht und nicht zu meinem, habe ich eh immer in der Hosentasche Messer. Auch wenn ich nach wie vor wirklich, also
Das Problem ist, die große Liebe zu meinem Opinel führt halt dazu, dass ich dieses Ding hier nicht so wirklich anerkennen möchte. Als Alternative. So richtig. Ich hab's ja schon erwähnt, die Messerfrage ist halt eben sehr religiös vorbelastet. Wegen sowas sind ja schon Kriege geführt worden, bekanntlich. Ja, aber das ist jedenfalls das Mora-Messer aus dem Bauhaus namens Robust. Viel Spaß damit, wenn ihr euch so ein Ding auch zulegen wollt. Wenn nicht, mir scheißegal. Macht's gut.